Danke. Also ich hatte ja gestern schon bei Facebook angekündigt, dass ich das erste Mal im Leben was gewonnen habe. Ja. Und ich bin total happy. Habe ich wieder was auf meiner To-Do-Liste fürs Leben abgestrichen. Ja, man sollte einmal im Leben mal was gewinnen, oder? Und ich hatte damals bei der Weihnachtsverlosung mitgemacht von der lieben, guten Glücksfee, in meinem Falle, der Annemio Stone. Und ja, ich habe gewonnen. Sie hat mich tatsächlich gezogen. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber man darf ja auch mal Glück haben. Und es war total der Zufall und wir fanden das beide ganz witzig. Weil wir uns ja vorher auch schon so kannten und wir machen ja beide Videos und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich ein echt cooles Paket gewonnen, wo ich heute mal ein bisschen angeben möchte mit, ja. Und euch mal zeigen möchte, was da alles drin war. Ich habe schon reingeguckt, weil ich habe es gestern schon gekriegt und ich wusste, dass ich es gestern nicht schaffe, das Video zu drehen. Und da konnte ich natürlich nicht warten bis heute. Ja, also ich habe schon reingeschaut und es sind ganz, 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 ganz tolle Dinge drin. Und danke, Anne. Du hast mir den Tag, die Woche, den Monat versüßt. Ganz witzig finde ich. Viele Grüße von Lotte. Da. Sie hat nämlich auch zwei Möpse wie ich, aber ihr kennt sie ja bestimmt. Kanal verlinke ich unten trotzdem. Und von der Millie habe ich auch nette Grüße bekommen. Ist doch toll. Ist doch total putzig. Dann, ich bekomme ja so ein kleines Riesenbaby, ne? Ein zuckersüßen Strampler. Wirklich zucker, 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 zuckersüß mit Häschen und so. Und ich weiß nicht, ob meine Kleine überhaupt reinpassen wird, mein kleiner Koloss da am Bauch. Ist eine Größe 50. Ich werde es probieren, liebe Anne. Aber ich glaube, sie ist aktuell jetzt schon über 50 cm groß. Aber ansonsten wird es reingequetscht, oder? Was nicht passt, wird passend gemacht, weil der ist echt zuckersüß. Und das wäre ja irgendwie schade drum, die kleinen Füße. Große Füße hat meine wohl auch jetzt schon. Der hat sie von meinem Freund geerbt. Ich werde mal gucken. Ich werde echt mal gucken. Aber ist echt zuckersüß. Dann habe ich eine süße Karte bekommen. Die finde ich ganz niedlich. Och, das sieht man gar nicht. Hier mit so einem kleinen Kinderwagen drauf. Mit lieben Worten von der Anne. Danke, danke. Dann war drin total cool ein ganz süßes Schnuffeltuch. Das finde ich echt mega cool. Ein kleiner Teddybär mit einer Fliege oder so. Total weich. Finde ich echt cool. Dann Teddybjörn. Ich habe jetzt ein Zwillingspärchen von Teddybjörn. Den habe ich nämlich auch schon mal. Und den gab es nämlich von Ikea. Der hat, glaube ich, 99 Cent gekostet. Und damit tut man einen guten Zweck. Das Geld dafür ist dann, kommt einem guten Zweck zugute. Und kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr euch den kleinen Teddy holt. Und dann tut er noch was Gutes damit. Und jetzt habe ich zwei. Wenn einer mal total kaputt gekrabbelt ist oder schmutzig gekrabbelt ist und der andere muss gewaschen werden, habe ich so lange Ersatz, ne? Dann, ja, die sind süß. Hat die liebe gute Anne für mich, oh Gott, ist das jetzt gehäkelt oder gestrickt? Schlag mich nicht. Es ist gehäkelt? Ich kenne mich nicht aus damit. Weil ich gesagt habe, ich finde keine richtig schönen dicken Wintermützchen, die auch für kleine Größen sind. Die gehen dann immer irgendwie schon bei größeren Größen vor und die kleinen Größen sind irgendwie nicht richtig dick. Und da hatten wir uns einen Deal ausgemacht, die Anne häkelt, ist das häkeln? Häkelt für mich Mützen. Und ich mal ihr dafür ein schönes Bildchen von ihren zwei Möpsen. Wie sich das anhört. Ich male Bilder von deinen Möpsen. Von deinen Hundchens. Und diese Mütze wandert sofort in meine Krankenhaustasche, weil das dann Bestandteil von einem Going-Home-Outfit wird. Und ich denke mal, die passt.
Auch wenn sie, wenn meine Kleine einen Brummschädel hat, einen großen Schädel, wird passen. Total niedlich, echt total süß. So, dann war noch drin der Stilltee. Warum blendet das immer so? Den finde ich ganz lecker, den habe ich nämlich auch. Und den habe ich ja schon mal probiert. Und der schmeckt mir ganz gut. Und das ist doch super. Weil ich den sowieso dann brauche. Dann war dieses tolle Geschoss drin. Hier geht eh wieder nicht mein Autofokus. Und ich habe das vorher noch nie gemacht mit diesem Crackling. Crackling, Crackling. Und vielleicht sollte ich darunter eine dunkle Farbe machen und dann den hellen. Dann sieht das bestimmt wirkungsvoller aus. Ich habe jetzt Gold drunter gemacht, weil ich mir eigentlich meine Nägel immer in Goldfarben oder irgend sowas mache. Und da muss man total schnell sein mit diesem Topcoat so. Und dann fängt es schon an zu trocknen und dann reißt es so ein. Total cool. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ja, cool. Dann eine ganz total lecker riechende Pflegedusche von Balea. Ich liebe Balea. Ich bin Balea-Freak. Feigen- und Schokoladenduft. Oh. Total lecker. Eine Schokodusche. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt in meinem Leben. Voll cool. Pampers. Kann man immer da haben. New Baby. Dann, oh, total süß. Zwei paar kleine Söckchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kleine da kleine Füße hat. Aber die sind ja dehnbar. Mit Teddys drauf. Ist das nicht total zuckersüß? Es ist zuckersüß. Und die Nice steht da drauf. Baby Nice. Süß. Ich glaube, Socken kann man nicht genug haben, oder? Kommen ja auch gerne mal welche weg. So, dann. Ich musste mich schon zusammenreißen, weil ich wollte es ja nicht schon alles auspacken, dass ich den hier nicht schon aufreiße und mit drauf schmiere. Fruity Kiss Lippenpflege. Ich habe sowieso trockene Lippen aktuell und das ist ja wohl super. Ganz, 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 ganz toll. Dann ein Beißring. Cool, das sehe ich ja gerade mal. Da ist ja richtig Flüssigkeit. Das ist so ein Kühlbeißring. Mit Wasser gefüllt. Bestimmt kühlt man den schön. Und das ist ein Entchen. Und beim Zahn ist das so ein bisschen Erleichterung, wenn die Kleinen so ein bisschen da drauf rumknabbern können. Total süß. Also es ist echt eine totale Menge, Anne, du bist verrückt. Das Paket war so schwer, habe ich mir gedacht, wow. Muss ich gleich weinen. Dann feuchte Waschlappen, total super. Für die Wickeltasche, kommt sofort in die Wickeltasche rein. Ganz klasse. Dann eine Gesichts- und Körpercreme von Baby Dream. Eine kleine Body Milk, die finde ich total süß. Von Real. Ein Real haben wir hier gar nicht. Wir haben hier kein Real. Nur ein Rewe. Dann habe ich was Nettes zum Baden. Und huch, oh mein Gott, ich kipp alles um. Das ist so ein kleines für eine Anwendung, dieses hier und so eine coole Kugel. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn es bei mir ja losgeht, habe ich mir ja vorgenommen, dass ich nochmal bade. Und da werde ich das beides verwenden. Glückliche Auszeit. Und es riecht echt gut. Roter Mohn und Hanf. Wirkt bestimmt beruhigend. Riecht richtig angenehm. Und die Kugel, kann man da schon was riechen? Ja, so ein bisschen kann man schon was riechen. Und ich knall mir das einfach alles beides rein, weil ich liebe so Duftbäder. Wenn das so richtig schön dolle riecht, finde ich echt klasse. Und ich bin auch gar nicht so empfindlich in der Schwangerschaft mit Gerüchen.
Außer mit diesem einen Dammmassageöl, was ich euch ja erzählt habe. Dann eine Expert Nagelfeile zum sanften Kürzen weicher Nägel. Als ob sie es gewusst hätte, dass meine Nägel total sch sind zurzeit. Schon wieder vorhin einer abgebrochen. Oh. ist aber wirklich der Mittelfinger und einfach nur total kurz und nicht schön. Diese coole Feile. Und nein, es hört immer noch nicht auf. Pröbchen. Ich liebe Pröbchen. Nee, das ist gar kein Pröbchen. Das ist eine Maske. Feuchtigkeitsmaske von Balea. Belebt die Haut spürbar mit Papaya-Extrakt. Erfrischend. Klasse, klasse, klasse. Wundschutzcreme. Kann man nicht genug da haben, Wundschutzcreme. Ich sehe das hier immer noch in dem Display spiegelverkehrt, aber ich habe rausgefunden, dass es dann auf dem Video normal ist. Dann eine Duftkerze Apfelzimt, total cool. Ich liebe Apfel. Und es riecht echt weihnachtlich. Aber egal, ich werde die trotzdem jetzt anmachen. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt, ne? So, jetzt kommen aber Pröbchen. Ich liebe Pröbchen. Olivenöl, Handpflegecreme. Kommt in meine Handtasche natürlich. Und das ist eine Feuchtigkeitspflege fürs Gesicht. Mensch, warum tränen immer meine Augen? Ich bin so gerührt, Anne. Mandelblüte Feuchtigkeitspflege. Das werde ich ausprobieren. Aber dieses Medipharma Cosmetics ist echt gut. Weil, als ich noch in der Apotheke gearbeitet habe, bin ich da immer günstiger ein bisschen rangekommen und da habe ich das auch immer benutzt, dieses Medipharma Cosmetics. Jetzt ist mir das ein bisschen zu teuer. Und dann habe ich noch schöne, schöne, schöne verschiedene Teesorten, die auch alle ganz klasse riechen. Ganz viele. Guckt, 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 guckt. Bratapfel, total cool. Winterglanz. Kirschmarzipan, Kirschmarzipan, Kirschsahne, Winterglanz, Himmelszauber, Winterpunsch, Mandel. Und es ist ja noch Winter und da kann ich die alle noch mir einverleiben sozusagen. Ja, und das war's. Also eine echt total cool. Richtig viele Sachen. Ich habe mich richtig doll gefreut und ja, wie gesagt, ein Punkt auf meiner To-Do-Liste des Lebens ist abgehakt. Endlich mal im Leben was zu gewinnen. Ich mache öfters immer mal bei so Gewinnspielen mit, aber gewonnen habe ich noch nie was. Deshalb total cool. Ja, jetzt habe ich genug angegeben mit meinem Gewinn. Ich wollte euch das einfach mal zeigen und... Ja, guckt auf der Anne ihren Kanal, wenn das nicht sowieso schon macht, was ich ja fast vermute. Und ja, dann danke ich fürs Zuschauen und ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.